So, und da bin ich auch schon direkt wieder. Wir sind hier soweit fertig. Ich habe nur das Knochenartefakt gerade aufgesammelt. Da gucke ich doch glatt mal rein. Du kannst weiße Ratten länger beherrschen. Ja, gut, wenn ich das jetzt schon hier kombiniere. Aber schneller schleichen, dass die eher daneben schießen. Und weiße, und dass ich oft das weißen Ratten begegne. Behalte ich erstmal so bei. Blutdurst. Zeit verlangsamen, Nachtsicht auf Stufe 2 wäre natürlich auch geil, aber ich glaube, ich hole mal Schattenangriff. Windstoß, Zeit verlangsamen. Och Mann, ich weiß gerade nicht. Ich warte noch ein bisschen. Ich warte noch ein klein wenig. Erstmal bin ich hier jetzt fertig und kann verschwinden. Und das mache ich auch gleich mal. Das Herz sieht gerade voll abartig aus, finde ich. Ach. So. Haha, voll verkackt. Ich hau ab. Was? What? Zack, wie ich ihm voll eine verpasst hab. Okay, die kümmern sich da drum. Sollen die das machen? Können die gerne machen. Alter Schwede, sind hier Attentäter, andere Attentäter. Du kennst hier ein Schulmädchen, ja. Hm. Dazu sage ich jetzt mal nicht. Kabelwerkzeug, Springminen habe ich voll, Kupferdraht. Nate, drop points has changed. Leave it in the shitter under the bridge. If the elixir didn't there, you don't get paid. Okay, Beutel nehmen. Ist das eine Münze? Nee. Bottle Street Boys, achso. Esse ich hier noch genüsslich ein Brot? Schnapp mir hier schön das Kabelwerkzeug. Das Knochenartefakt natürlich auch. Das darf nicht fehlen. Ups. Was haben wir da? Heilkräuter. Her damit. Kupferdraht. Meins. Ich glaube, ansonsten ist hier gar nicht mehr so viel. Alles klar. Das bringt nichts. So, wo ist noch was? Alles ist dort drüben, ne? Ja. Und zack. Wow. So war das natürlich jetzt nicht geplant. Was ist das? Achso. Ich hab die voll umgebracht. So. Konnte ich da nicht hoch? Offenbar nicht. Alter, wie viele Wachen hier gerade sind. Das ist ja mal derbe heftig. Na? Na? Jetzt komm schon. Komm schon. Das wurde da doch eben schon angezeigt. Ach Mann. Ich wünsche mir doch die Eier. So. Dann halt doch einen anderen Weg. Wie geht das? Was? Die Lichtwand? Ist das nicht beeindruckend? Aha. Sokolovs heißt der, nicht Solokov. Sokolov. Sicher, aber weißt du, wie sie funktioniert? Nicht so genau, aber einem stehen alle Haare zu Berge, wenn man hindurchgeht. Darauf, dass deine Männer nicht daran herumspielen. Juhu! Weil es so schön war, gleich nochmal. Und nochmal. Juhu!
Arschlöcher! Alter, wieso treffe ich den denn bitte nicht? Puh! Scheiße, ey. Ja, so viel zu dezent hier, ne? Scheiße, zack. Alter Schwede. Alter, ich bin gerade total verschwitzt hier ein bisschen. Was macht der denn da? Scheiße, ey. Wie haben die mich da drunter überhaupt gesehen? Oh, cool. Alter, ist das da ein Bein, was da liegt? Nee, ein Arm. Auch nicht schlecht. Abgetrenntes Körperteil. Wow! Fett pulverisiert. So, modifizieren wir die Geschichte doch mal. Alter Schwede, das lief mal richtig schön scheiße. Und zwar ungeplant scheiße. Es gibt ja auch so geil scheiße. Aber so lief es nicht. Kann ich da jetzt einfach durch? Oh, guten Appetit. Hey, das ist voll hilfreich. So, Knochenartefakt. Eines ist unter mir. Wie soll ich denn unter, nach unten kommen? Ah, okay, warte. So. Aber so komme ich da auch nicht hin. Oder? Doch. Ja. Na, ich mach das jetzt dezenter. Ich versuche nicht mehr so viele Leute umzubringen und so. Oh, die ist verrückt. Die Lumpengräfin. Hier bin ich. Ist wohl nicht so einfach, die Lumpengräfin loszuwerden, oder? Ach, ich hab sie einmal gekillt. Ja, sorry dafür, ne? Aber du warst verrückt. Was hätte ich machen sollen? Der Outsider. Auszug aus dem Tagebuch eines bekannten Ketzers, das vor dessen Hinrichtung sichergestellt wurde. Für die meisten Leute ist der Outsider nichts weiter als ein Kindermärchen, das den Leuten Angst und Schrecken einjagen soll. Als ich noch klein war, waren meine Mutter und ich auf der Flucht, zogen von einer Siedlung oder einer Hafenstadt zur nächsten. Wir zelteten wochenlang in den Wäldern, die verfluchten Aufseher immer im Nacken. Am Abend erzählte mir meine Mutter von ihren Träumen, von dem leeren Ort, an dem der Outsider ihr etwas zuflüsterte. Jeder Besuch vergrößerte ihre Fähigkeiten, bis sie durch die Augen von Motten sehen oder ein Fenster sogar die verschlossene Tür eines Hauses von außen öffnen konnte. Ich werde diesen leeren Ort finden. Irgendwie wird der Schlüssel zum Nichts in meine Hände fallen. Mit der Zeit werde ich das Geheimnis ergründen und er wird mich zu sich rufen, wie er sie zu sich gerufen hat. Nennt mich aufgrund meiner Studien einen Ketzer, werft mich in eine kalte Zelle, geißelt mich und stellt mich als Abtrünnigen vor Gericht, verbrennt meinen Körper zu Asche. Aber ich werde nicht aufhören, das Reich zu suchen, von dem meine Mutter erzählte. Das ist der Sinn meines Lebens. Tja. Der hat seinen Sinn gefunden. Ich beklaue die mal noch ein bisschen. Lecker essen. Na, noch ein bisschen Containern hier. The Golden Cat. Oh, Golden Cat. Ja, okay, da kann ich dann ja gleich rein. Den attraktiven Mann mit den hübschen dunklen Augen. Ich will ihm nur sagen, dass ich meinen Teil übernehme. Ja. Die Lumpengräfin übernimmt ihn. Was tut das bitte, wenn du ihn siehst? Ja, okay. Ah, verrückt. Aber so kommen wir da auf jeden Fall rein. Ich will allerdings noch das letzte Knochenartefakt haben. Ja, dann tut's mir leid, Kumpel. Bleibt liegen, Mann. Ja, gut. Was sein muss, muss sein. Wenn sie sich mir in den Weg stellen.
So, ich will hoffen, ich kann da jetzt einfach so durchgehen. Oh, geil, haben die Ratten hier die aufgefressen. Ja, kannst mir mal die Eier knutschen. Ja.